Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Rescue HQ hier auf dem Kanal. Ich grüße euch, schön, dass ihr den Weg hergefunden habt. Geht ganz schön zur Sache bei uns, muss man sagen. Also, mal ganz ehrlich, mein Mikro ein bisschen drehen, sonst bin ich zu laut. Jo, so ist gut. Okay. Hier machen wir auch mal wieder jemanden rein. Der Sicherheit halber, ne? Der Sicherheit. Haben wir irgendwas? Nö, ist gerade nichts. Was haben wir hier? Öko-Terror. Schließen Sie ein besonderes Ereignis ab. Street Food. Da ist der Öko-Terror. Okay. Intensivstation für Mediziner. Oh. Das sind alles Diagnosestationen, ne? Na, mal gucken. Trainingsraum, Versorgungs... War das Versorgung? Nee. Da vielleicht? Drohnenwerkstatt, krass. Behandlungsraum, da bestimmt. Hm? Herzuntersuchung. Wiederbelebung, geil. Ach nee, das war das Ding da oben, ne? Das ist die Intensivstation. Jo, haben wir. Okay, alles klar. Alle Duty quasi, ne? Okay. Einmal Scharfschütze ist beschädigt. Da stellen wir auf jeden Fall wieder jemanden ab für. Und hier werden auch Feuerlöscher produziert. Da stehen auch ein paar. Sicher ist sicher. So, hier ist die Police. Die kümmern sich. Okay. Dann kriegen wir das auch. Kantine hier ordentlich voll. Beschleunige das mal. Wir haben ja gerade überhaupt keine Aufgabe. Was haben die alle für Symbole über dem Kopf? Die müssen alle auf die Toiletten. Unsere Toiletten sind knallevoll. Oh, die schmeißen sich da ja richtig rauf. Gas. Okay. Schön. Also momentan läuft unsere Leitstelle, unsere Wache, ja, läuft hier eigentlich ganz hervorragend. Wir könnten vielleicht noch mal ein bisschen mehr Personal einstellen, wenn es geht. Wir haben ein paar Bewerber. Wir können aber tatsächlich nur hier jemanden einstellen und hier jemanden einstellen. Die Polizei ist voll. Na gut. Die duschen, aber die wollen alle auf Örtchen. Wir sind örtchenmäßig überlastet. Na, pass auf. Dann machen wir jetzt hier eine Bauaufgabe. Ich sage jetzt mal, ich möchte was ist das für ein Raum? Ja, alles klar. The Street Food Festival is about to begin. Okay. Let's hope this goes better than previous years. But you really should, you know, prepare for the worst. I was about to make a joke about toilets, but then the memories came back. Okay. Das ist ein Versorgungsraum, so wie das aussieht. Dann machen wir das jetzt auch mal weiter. Bis hier. Dann bauen wir hier einen Flur an. So, und der Flur geht jetzt hier noch ein bisschen weiter. Hier ungefähr. Und dann kommt jetzt hier nochmal Behandlungsbad kommt hier rein, genau. Langgezogenes Bad. So, jetzt haben wir hier ordentlich Bad. Dann kommt hier eine Türe rein. Dann machen wir hier eine Wand rein. Ja, warte mal, machen wir erstmal ein paar Schüsseln hier. It's all about a Schüssel. So. Das war die Schüsselgeschichte. So, dann machen wir hier eine Wand her. Bis hier oben. Mach mal durch, komm, zu. Ja, ich weiß. Ist in Ordnung. So. Da kann man durchgehen und da hockt dann vielleicht einer und schaut dich gerade an. Das ist gemein, ey. Dann bekommen hier auch noch mal ein paar Örtchen hin.
hat. Also jetzt wirklich jeder von unseren Leuten hat hier die Möglichkeit, sich mal kurz zurückzuziehen, meine Lieben. Das ist wichtig. Aber wenn es mal eng wird, quasi Notfall am Mann, ja, oder an der Frau. Wobei das nachts tatsächlich geht, ist nur tagsüber das Problem. So, wir haben immer noch keinen Noteinsatz. Was brauchen wir hier nochmal? Medizin und Intensivstation, ja, das haben wir ja. Glücklicherweise. So, für unsere Kantine müssen wir nochmal, für die Küche müssen wir noch was tun. Da machen wir jetzt auf jeden Fall nochmal was her. Und dann kommen Esstische jetzt auch mal her. Ich will da mal diesen ganzen Unsinn machen. Mal ganz paar Päuschen. So. Gut, was haben wir hier? Einmal den schweren immer zuerst, wobei das zeitlich noch passt. Okay, also wir brauchen eine Drehleiter. Ein LF, dann brauchen wir hier nochmal viermal das. Und dann brauchen wir jetzt vier Leute. Jetzt gucken wir mal, wer ist noch nicht gerade völlig erschöpft. Der hier unten. Drei. Und dann schickt man nochmal, haben wir noch irgendjemand anderen dabei? Nur noch ermüdete Leute. Na, machen wir das so. 100%. Ab dafür. Zweiter Einsatz. Oh, da wird jetzt ordentlich was gebraucht. Aber wir müssen aufpassen. In 5 Stunden gibt es noch einen Einsatz. 12-mal Sauerstofftanks, dann sind wir hier allerdings voll. Feuerlöscher hätten wir auch noch ein paar an Bord. Na, da müssen wir jetzt halt dummerweise das Ganze, die ganzen Leute, die schon völlig erschöpft sind, in den Einsatz stecken. Jetzt probieren wir es mal mit der Polizei. Wir schicken auf jeden Fall nochmal einen großen Mannschaftswagen mit. So, schicken wir mal eine ganz große Geschichte mit. So, jetzt sind wir schon bei 50%. Und dann schickt man noch eine Ambulanz mit. So, Medizin, Erste Hilfe haben wir dabei. Wir wären jetzt theoretisch schon auf 100%. Okay, ab dafür. Jetzt haben wir noch einen Brand im Einsatzgebiet. Jetzt haben wir nur noch erschöpftes Personal. Okay, dann schicken wir die ganzen Erschöpften mal raus. Gut, dann brauchen wir Polizei. Sechs, sieben, acht. Und da können wir noch eine Schutzausrüstung mitgeben. Dann sind die wenigstens 97. Dann kriegen wir jetzt das ganze Team eigentlich mal an den Einsatzort. Es fährt jetzt so fast alles, was wir haben, fährt jetzt gerade raus. Da rennen auch ein paar von der Schüssel runter. Ein paar müssen alle... Oh, das ist so gemein. Oh, das ist so gemein. Tut mir leid. Ich will zum Thema Privatsphäre im Örtchen. Ja, die Polizisten springen alle. Die ersten Fahrzeuge rumpeln schon los. Okay. Na gut. Der Tag beginnt. Und die ersten Fahrzeuge kommen zurück. Das ist dann ein Job für die Tagschicht, würde ich sagen. Wir haben auch ein bisschen Reputation bekommen. Was brauchen wir für die Öko-Geschichte? Gefahrenschutz an Kontamination und Drohne. Jo. Das mit dem Gefahrenschutz haben wir nicht. Massenkontrolle. Das sind die K9. Lagert und repariert Gefahrenschutzanzug. Okay. Können wir da... Da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen warten, bis die anderen Einsätze durch sind. So, müssen wir großflächig mal unsere ganzen Gefährte reparieren. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall ordentlich was bekommen. Jetzt muss ich mal ganz kurz noch im Versorgungsraum gucken. Die Gefahrenschutzanzug haben wir aber, oder? Chemikalienschutzanzug. Drohne haben wir leider gerade keine. Ansonsten... Im Knast geht auch nichts mehr.
Wir könnten mal neue Fahrzeuge kaufen. Was? Ihr Rechner läuft schon seit einiger Zeit mit niedrigen FPS. Um dies zu verbessern, sollten Sie... Okay. Niedrige FPS? Das ist ja, ja wahrscheinlich der Wärme geschuldet. Hier drin ist gerade unfassbar warm. Wird der Rechner wahrscheinlich ein bisschen runtergehen. Verzeugung. Polizeifahrzeug. Oh. Rettungsfahrzeug. Schweres Rettungsfahrzeug. Oh, jetzt. Warte mal ganz kurz. Wir müssen ein Päuschen machen. Wir sollten auf jeden Fall mal gucken, dass wir so Spezialeinheiten-Gedöns mal machen. Krawalle und sowas. Das haben wir ja relativ häufig. So, und hier haben wir jetzt genau den Punkt. Ja, hier geht es schon wieder zur Sache. Wir nehmen natürlich unsere unteren Leute jetzt für solche Einsätze immer gerne her. Weil die brauchen nämlich auch unbedingt Ausbildung. 80%. Feuer frei. So, dann haben wir einen Brand. Hier wird gebraucht auf jeden Fall ein bisschen Gerät. Geben wir noch ein paar Lufttanks mit. Kann er jetzt nicht. Bis zu 6 geben wir mit. Und dann schauen wir mal, wen haben wir da. Da sind Leute, die sind teilweise schon echt massiv erschöpft. Die werden wir natürlich schonen, wenn es geht. So, jetzt hätten wir schon mal ganz gut voraus. Also, wir sind eigentlich ganz gut ausgewählt hier. Schicken wir 2 mit. Wir brauchen jetzt nicht mehr. Dann schicken wir jetzt noch einen Krankenwagen mit. Mit Besatzung am besten. Auch hier natürlich unser bestes Personal. So, mal ein bisschen drüber. Machen wir so. Und dann schicken wir jetzt hier nochmal das Großkampffahrzeug los. Auch wieder mit ein paar Leuten. Und ab dafür. So. Okay, auf geht's, Freunde. Unsere Jungs und Mädels sind unterwegs und da kommt was. Nicht beantworteter Notruf. Oh. Ja, da schicken wir einen Mannschaftswagen. Das ist was Größeres. Panik beim Foodfest, Alter. Schicken wir noch einen mit. Das bringt aber nichts. Auf dafür. Das wird sich jetzt wahrscheinlich noch weiterentwickeln. Wir lassen gleich mal weiter produzieren. Den lassen wir gleich mal verarzten. So, das ist alles hier im Eimer. Das muss man reparieren unbedingt. Aber es ist gut, dass es hier oben jetzt anzeigt. Unsere Leute sind jetzt auch gerade völlig am Limit. Also hier wurschtelt gerade jeder rum. Ja, also hier ist gerade alles am Laufen. Wir werden jetzt nochmal für die Polizei ein bisschen was machen. Weil die Polizei kommt da auch immer ein bisschen knapp hier bei uns. Wir haben relativ viele Polizisten tatsächlich, aber es reicht halt nicht. Und vor allem, also Feuerwehr ist auch schon so ein Ding. Das müssen wir auch mal gucken. Wir machen nochmal ein bisschen Feuerwehr auf. Dann Polizei natürlich. Und natürlich noch ein paar Sunnies. So, dann können wir nämlich neuen Trupp ausbilden, weil es wird nämlich jetzt gerade, sagen wir mal, etwas komplizierter. Also hier geht es gerade teilweise schon ordentlich zur Sache. Und uns fehlt hier auch tatsächlich haufenweise Personal. So, Erste-Hilfe-Set. Krankenwagen gibt's. Machen auch 2 Leute raus, 100% ab. So, dann haben wir hier eine Drehleiter im Angebot und dann haben wir das noch. Das wird jetzt auch tatsächlich echt übel gerade. Weil ich kann kaum noch Leute entbehren hier. Okay. 90% muss reichen. Einen Krankenwagen hätte ich noch. Defi können wir mitnehmen. Und ab. Gut. Ein weiterer Verdächtiger. Okay, dann können wir loslaufen lassen. Die bringen den gerade rein. Okay, hier ist alles, wie gesagt, gerade vollständig am Laufen. Wir haben noch haufenweise Bewerber. Wir können jetzt mal langsam ein bisschen die Bewerber hochtreiben. So, wir stellen natürlich die Leute auch wieder uns entsprechend Tag- und Nachtrhythmusmäßig ein. Einfach damit wir immer genug Leute für alles haben. Die müssen ja jetzt erstmal durch die Ausbildung durch. Das dauert ja an sich schon eine Zeit. Aber ich sehe es schon, bei den Feuerwehrleuten haben wir definitiv Engpass. Da sollten wir definitiv noch ein bisschen nacharbeiten.
Weil da habe ich jetzt momentan wirklich langfristig jetzt schon echt wenig Personal verfügbar. Wir hätten jetzt 70 Leute, also da reicht jetzt die Kapazität auch doch ganz gut aus. So, wir müssen natürlich auch weiterhin alles hier reparieren lassen. Nächste erfolgreiche Geschichte. Jetzt haben wir schon richtig Feuer hier. Wir können im Behandlungsraum jetzt zum Beispiel nochmal weitermachen. Wobei ich persönlich sehe jetzt erstmal unsere Fahrzeuge ganz wichtig. Und zwar, machen wir langsam, nicht genügend Radiologiestationen, auch das eine Probleme. Was haben wir hier? Plattform mit hoher Reichweite. Was ist das? Notarztwagen. Schnelles, wendiges Ambulanzfahrzeug. Transportiert schnell die erste medizinische Crew. Ich weiß, ich wollte eigentlich die andere Geschichte machen, aber... Die radiologische Station ist doch hier hinten, glaube ich, ne? Ja, da muss er halt ein bisschen warten. Also das geht schon. Kontaminationsanzugstation. Die haben wir doch, oder? Haben wir die nicht? Nicht im Behandlungsraum. Das ist doch die hier, oder? Ja, klar. Okay, haben wir schon. Na gut. Ich würde mal gerne ein neues Fahrzeug hier einführen. Aber am liebsten wäre mir gerade momentan, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ganz ehrlich bin, wäre mir am liebsten gerade irgendwie sowas wie ein schweres Rettungsfahrzeug. Ich glaube, das wäre jetzt gerade eine ganz günstige Variante. So ein Ding mal zu kaufen. Guck mal gleich vorbei, komm. Der Finanzbericht sagt, kritisch. Ja, egal. Soll mir recht sein. So, was haben wir hier? Hier ist wieder irgendwo was ausgefallen. So, da müssen wir jetzt ja auch mal ein bisschen reparieren gerade. So, Fahrzeuge brauchen alle gerade ein bisschen Wartung. Was wir auch brauchen, meine Lieben, ist ein erfolgreicher Abschluss. Und eine Tag- und Nachtwechsel. Und jetzt, meine Lieben, bevor wir das machen, würde ich sagen, sehen wir uns einfach zack, in der nächsten Folge. Wenn ihr Lust habt und bis dahin, sage ich danke fürs Zugucken. Gehabt euch wohl, habt eine schöne Zeit und lasst euch verdammt nochmal richtig gut gehen. Wir verarzten hier den Knacki auch noch. Das wird auch super, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, haut rein, euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.